Kennen Sie den Südseestaat Kiribati? Nein, ich auch nicht. Und genauso ging es wohl auch Henning Dölger. Doch der 71-Jährige soll laut seiner Telefonabrechnung ein Ferngespräch nach dem anderen in die exotische Region am anderen Ende der Welt geführt haben. In seiner Telefonrechnung ausgedrückt heißt das 3.400 Euro. Hacker hatten seinen Router geknackt und die Gespräche geführt. Doch die Telefongesellschaft will, dass Dölger trotzdem zahlt. Es war ein Schock für den Rentner Henning Dölger, als er seine Telefonrechnung für den Monat Oktober 2014 in den Händen hielt. 3.472 Euro sollte er zahlen. Angeblich habe er 133 Telefonate in einem kleinen Pazifikstaat namens Kiribati geführt. Irgendwann nachts zwischen 1 und 2. Henning Dölger ist fassungslos, meldet sich sofort bei seiner Telefongesellschaft. Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und habe dann sofort Kontakt mit der WOBCOM aufgenommen. Ja, da sind sie sicherlich ein Betrug aufgesessen. Wir bestehen aber trotzdem auf den Betrag, der in der Rechnung war, dass der überwiesen wird. Da habe ich im ersten Moment gedacht, das lasse ich mir nicht gefallen. Das habe ich ihm auch so geschrieben, dass ich alles unternehmen werde und dass ich mir auch einen Rechtsanwalt nehmen werde, um dagegen vorzugehen. Die Telefongesellschaft ist sich keiner Schuld bewusst. Hacker haben sich Zugang zum Router des 71-Jährigen beschafft. Die Rechnung solle aber trotzdem zahlen, denn der Rentner habe sich nicht ausreichend geschützt. Auf Newslettern hätten sie ausdrücklich auf mögliche Sicherheitslücken der Fritzbox hingewiesen. Nun müssten sich die Kunden selbst schützen. In diesem Fall war es sehr wahrscheinlich so, dass dort eine bereits seit Anfang des Jahres bekannte Sicherheitslücke ausgenutzt worden ist, die trotz mehrfacher Hinweise vom Kunden nicht behoben worden ist. Die Angreifer haben das Gerät manipuliert und anschließend dann diese Telefongespräche nach Kiribati in dem Fall initiiert. Der Anwalt von Henning Dölger sieht das anders. Ein solches Unternehmen habe eine Kappungspflicht. Das heißt, bemerkt ein Mobilfunkunternehmen, dass der Kunde plötzlich eine ungewöhnlich hohe Handyrechnung produziert, so hat das Mobilfunkunternehmen die Pflicht, die Verbindung zu kappen, damit sich der Kunde nicht selbst schädigt. Das sei in diesem Fall nicht geschehen. Man hätte hier schon feststellen können, dass hier etliche Anrufe nach Kiribati gemacht werden und dann aufgrund dessen das sperren. Ferner ist es so, dass natürlich die Telefonunternehmen feststellen muss, weil man immer so 30, 40 Euro pro Monat hat und auf einmal über 3.000 Euro, dass da was nicht stimmt und das Telefonunternehmen hätte da auch einschreiten müssen. Und problematisch finde ich halt auch noch, dass das Unternehmen hier selber sagt, es ist eine Straftat, es ist ein Betrug und trotzdem das Inkasso betreibt. Da muss man auch mal überlegen, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Henning Dölger hat mit seinem Anwalt ein Schreiben aufgesetzt. Die abgebuchten 3.472 Euro von seinem Konto hat er zurückgebucht und wird erstmal nicht zahlen. Notfalls geht er vor Gericht. Seine Fritzbox hat er jetzt mit mehreren sicheren Passwörtern ausgestattet.